Herr Otte, lassen Sie uns auch mal einen Blick zurückwerfen und auf die Ursachen der gegenwärtigen Krise zu sprechen kommen. Denn darüber sind sich ja auch viele uneinig. Aktuell, wenn wir dem Dialog in den Mainstream-Medien folgen, dann ist es der Ukraine-Krieg, dann ist Putin derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir hier in diesen multiplen Krisen leben. Sie sehen das sicherlich anders, Herr Otte. Wo würden Sie sagen, wo hat die Krise begonnen? Gehen Sie da vielleicht schon zurück ins Jahr 2008, 2009 mit Pleite, Lehman Brothers oder dann später Euro-Krise, Flüchtlingskrise? Wo würden Sie ansetzen, Herr Otte? Wann ist das passiert? Ich erinnere mich da an meinen Professor Robert Gilpin. Also ich gebe Ihnen den Zeitpunkt dieser Krise. In der Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, wo ich meinen Master gemacht habe und auch promoviert habe, Robert Gilpin, der immer noch mich stark beeinflusst, er ist vor einigen Jahren gestorben, war ein realistischer Theoretiker der internationalen Politik, so in einer Ebene mit Mearsheimer und Ken Walls. Also mit Mearsheimer habe ich jetzt mal korrespondiert, Ken Walls kannte ich noch von damals. Und mein Doktorvater war ein jüngerer Professor, der wiederum aus dieser Schule kam. So, und der Robert Gilpin hat 1983 ein Buch geschrieben, War and Change in World Politics, wo er über die großen Zyklen der Weltgeschichte schreibt. Da will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, tue ich in meinen Büchern. Aber Sie fragten nach dem Beginn dieser Krise. Und es gab eine Konferenz über Nicaragua, über die Sandinistas und Somoza oder wie auch immer. Und die Berliner Mauer fiel. Oder es war so 2, 3 Monate später, wie auch immer. Und ich traf Robert Gilpin, ein kleiner, introvertierter Mann, großer Denker, traf ihn im Foyer der Woodrow Wilson School und er sagte nur zu mir, the world is falling apart and they're worrying about Nicaragua. Also die Welt bricht gerade auseinander, das war die Wiedervereinigung. Das Weltsystem ist ins Rollen gekommen, es ist ein großes... Die alten Strukturen, globalen Strukturen, sind dadurch in Unordnung gekommen und aufgebrochen. Der Beginn dieser Krise ist die deutsche Wiedervereinigung. Und das ist aber nicht die Ursache, dass Deutschland sich wiedervereinigt hat, sondern das ist der Zeitpunkt, wo wirklich die Welt sich angefangen hat, radikal zu verändern.